So, jetzt geht's weiter mit dem Spiel Dänemark gegen Tunesien. Da die Dänen direkt bei Spielbeginn sehr stark. Die erste Tormöglichkeit von Eriksen. Dann wieder Standard-Ecke. Und Schuss, Tor von Dolberg. 1-0 für die Dänen. Wie schon im letzten Spiel erwähnt, Standardsituationen können sehr gefährlich werden, wenn man sie gut umsetzt. Dann geht es wieder weiter mit einem Foul. Fast Elfmeter, aber nur fast. Da Eriksen, aber der Torwart war noch da. Dann wieder Sturm von den Dänen. Holzen. Schuss und der Torwart war da wieder da von Tunesien. Dann wieder Eriksen zu Olsen und da verheddert er sich. So, hier Torwartfehler von Schmeichel an den Tunesen und der trifft natürlich zum Ausgleich 1:1. Jetzt ist wieder alles offen. Ja, aber die Dänen lassen nicht auf eine Antwort warten und treffen direkt danach zum 2:1. Die Dänen gehen somit wieder in Führung. Dolberg, da war eine Abseitsposition. Darüber kann man sich streiten. Zur Halbzeit stand es 2:1. Da wieder Delaney, Schuss, Torwart hält, aber nicht fest. Aber trotzdem, die Dänen verlieren den Ball. Da Eriksen wieder Flanke, aber die Tunesen waren da wieder da. So, die Tunesen haben da wirklich wieder zugemacht. Dolberg, Versuch, aber wieder nichts. Dann eine kleine Verletzung eines tunesischen Spielers. Musste ausgewechselt werden, konnte nicht weiterspielen. Dann gehen es weiter mit Balleroberung. Eriksen, Schuss. Tor 3:1 von Eriksen, vom Mannschaftskapitän. So, dann die Nachspielzeit eine Minute und die ist jetzt auch abgelaufen. Und Dänemark gewinnt das Spiel mit einem knackigen 3:1.